Noch 45 Tage bis zum DVV-Pokalfinale im Gerry-Weber-Stadion in Halle-Westfalen. Zeit für die offizielle Pressekonferenz. Für das Frauenfinale ist der Trainer des Schweriner SC vor Ort, Ton Boys, sowie die Kapitänin des VC Wiesbaden, Regina Burchardt. Wir gehen hinein in die Pressekonferenz mit dem Live-Mitschnitt. Kommen wir zu den einzelnen Protagonisten der Vereine, die sich in diesem Jahr oder hier und heute zu uns aufgemacht haben. Grüße an der Stelle, wie gesagt, Regina Burchardt. Sie ist für den VC Wiesbaden hier, hat bereits 57 Länderspiele absolviert. Vizepokalsiegerin in Halle schon einmal gewesen, danach in Spanien gespielt, jetzt beim VC Wiesbaden. Frau Burchardt, in der Meisterschaft schon mal gegen Schwerin gewonnen. Erinnert man sich daran, wenn es jetzt im Hinblick auf den 3. März geht, Pokalfinale, auf dem Vortag? Mikro haben wir da liegen. Funktioniert auch? Ja, natürlich. Deshalb sind Sie ja alle im Volleyball bei uns, aber das funktioniert. Natürlich erinnert man sich daran. Bisher sind wir die Einzigen, die Schwerin geschlagen haben. Was natürlich noch besonders ist, dass wir in Schwerin geschlagen haben. Aber das Pokalfinale wird dann eine ganz andere Angelegenheit sein und ein komplett neues Spiel. Was war denn der Schlüssel damals zum Erfolg in der Meisterschaft? Nach Ihrer Meinung? Trainer können wir nachher noch fragen. Das ist eine ganz schöne Weile her. Ja, schwierig zu sagen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Also für uns war es natürlich was Besonderes, gleich in der Hinrunde Schwerin zu schlagen. Klar, die Top-Angreiferin konnte nicht voll spielen. Wir haben aber, denke ich, ein ganz gutes Spiel gemacht, sowohl Blockabwehr, wir haben guten Druck im Aufschlag gemacht. Und ja, unsere Top-Scorerin hatte einen sehr guten Tag und das, ja, denke ich mal so, hat dann zum Sieg gereicht. War ja auch ein enges Spiel, war 18-16 im Tiebreak. Und es hätte genauso gut für Schwerin ausgehen können. Sie haben so viel gesagt, Pokalfinale wird ein ganz anderes Spiel sein. Spricht eigentlich dafür, für Schwerin Routine und Erfahrung schon mehrfach hier gespielt haben, wäre Sie als Einzige, der einmal hier gespielt haben von Ihrer Mannschaft, ist da die Unbedarftheit vielleicht auch dann letztendlich mit der Größe und der Dimension des Stadions vielleicht auch eine Belastung? Ich muss sagen, viele sagen, ja, vorher natürlich, Gerry-Weber-Stadion ist was Besonderes, das kann ich auch nur also dazu stimmen. Aber man sollte jetzt die Mannschaft als Neuling nicht zu sehr, wie soll ich sagen, beeinflussen. Ja, so viele Eindrücke und die Halle und der Wind und keine Ahnung. Das muss, denke ich, jeder dann in der Situation selber wahrnehmen. Und dann selber wahrnehmen. Wir werden natürlich die Mannschaft darauf vorbereiten. Wie wir das dann wirklich umsetzen werden, das werden wir sehen, wenn das Pokalfinale da ist. Hat Schwerin Schwächen? Ich denke mal, jedes Team hat Schwächen. Aber die sagen Sie jetzt noch nicht. Nee, die werden wir jetzt nicht sagen, auf keinen Fall. Und die Stärken bei Schwerin? Da gibt es sehr viele, ja. Ja, Schwerin, ich denke, auch jetzt dem Verlauf der Liga, Schwerin ist für mich jetzt auf jeden Fall das stärkste Team. Ich denke nochmal bisschen hervorgehoben im Gegensatz zur letzten Saison. Da denke ich, waren vielleicht Dresden noch ein bisschen dichter dran, aber Schwerin macht sehr wenig Fehler, ist sehr solide und sehr stabil und daher stehen sie auch vollkommen berechtigt gerade Nummer 1 in der Liga. Werden wir den Trainer mal danach befragen, aber von Ihnen noch vielleicht ein Wort. Europameisterschaft, Sie sind ja aktuelle Nationalspielerin, im September hier, kann man von Ihrer Sicht heute schon etwas zu dieser Europameisterschaft sagen, zu dem der Nationalmannschaft, oder ist das einfach noch zu weit weg? Ja, im Moment ist es schon weit weg. Natürlich, wenn wir jetzt hier sind, ist es natürlich wieder näher. Ich weiß, dass wir uns als Team darauf sehr freuen, dass es in Deutschland ist, dass natürlich wir das im Gerry-Weber-Stadion austragen können, ist für uns super. Wir hoffen, dass wir auch so viele Leute akquirieren können wie beim Pokalfinale. Wenn das bei jedem Vorrundenspiel so sein sollte, haben wir natürlich auf jeden Fall einen 7. Mann hinter uns und das wünschen wir uns und da hoffen wir, dass gute Arbeit von vornherein geleistet wird, dass die Hütte voll wird. Nehmen Sie von uns als Verpflichtung, dass das auf jeden Fall so sein wird. Das ist übrigens ein guter Übergang. Wir haben im vergangenen Jahr, in 2008 bei der Volleyball-Qualifikation, Olympia-Qualifikation,
haben die Niederländerinnen ja auch hier gespielt. Und die kamen mit einem enormen Fan-Anhang. Die haben also, das war nicht nur von der Lautstärke her, sie waren auch, ich sag mal, in Orange gekleidet, in Orange, in eine große Hüte, viel Tamtam, hat Volleyball und sie waren ja, glaube ich, über 300 Mal Nationalspieler, haben auch als Co-Trainer in der Nationalmannschaft der Frauen mitgearbeitet. Hat Volleyball in den Niederlanden so einen hohen Stellenwert? Ja, denke ich doch. In jedem Fall vergangene Zeit mit Nationalmannschaft, Olympiasieger gewesen in Atlanta, zweiter Platz in Barcelona. In dieser Zeit war Volleyball sehr populair, is ook gewaald in Holland als grootste sportmoment. Nog groter als vele voetbalspelen die Holland gewonnen had. Maar leider is het zo dat die competitie met de vrouwen in Holland op het moment niet zo sterk is. Dat we op het moment afhankelijk zijn voor de nationale mannschaft vrouwen vooral. Maar die mannen zien ook weer een goede week. We natuurlijk hoffen. Ik denk dat volleybal weer die grote sportart wordt die het geweest is. Goed, warten we maar af. Die Niederländerinnen spielen ja auch bei der Europameisterschaft in der Gruppe mit der deutschen Nationalmannschaft. Da ist, glaube ich, noch Türkei dabei und Spanien, glaube ich. Das müssen die vier Mannschaften. Kommen wir aber zu Ihrer Mannschaft. Sie sind ja als Trainer der Mannschaft hier. Nach meiner Einschätzung ist Schwerin in diesem Jahr das Nonplusultra in der Liga. Sie haben gestern in der Champions League auch einen 3-0-Sieg gegen den italienischen 3-2, ich hatte genau 3-2 gegen den italienischen Meister eingefangen können. Also wie gesagt, Schwerin besser als im vergangenen Jahr, einfach stabiler, spielerische Weiterentwicklung. Wie beurteilen Sie das? Ja, das ist auch mein Job als Coach. Davon bin ich ausgegangen. Die Mannschaft stärker zu machen. Und das braucht immer ein bisschen Zeit. Ich bin letztes Jahr August angefangen. Da kommt man dann Technik dazu, System, Taktik. Und das alles braucht ein bisschen Zeit. Und das haben wir letztes Jahr in der Anfangssaison gesehen. Wir haben noch verloren von Vilsbiburg, verloren in Suhl, verloren von Dresden. Und in der zweiten Hälfte haben wir ein Spiel verloren, zu Hause gegen Dresden. War im ersten Moment die beste Mannschaft. War. Aber langsam sind wir in eine gute Form gekommen und haben dann auch hier im Pokalfinale viel Selbstvertrauen gewonnen mit das Gewinn. Und dann im Playoff, eigentlich wirklich sehr schwere Playoff gehabt. Erstmal Suhl, die in meiner Meinung nicht den richtigen Platz hat mit sechster Platz. Normalerweise haben die am vierten Platz stehen. War nicht so einfach. Auswärts verloren, wir haben super gespielt, trotzdem 3-2 verloren. Und dann zu Hause 2-0 Rückstand, Matchpoint gegen und dann doch noch gewonnen. Zweites Spiel der Runde war in der Tilburg und ja, auch sehr schwer gespielt und im Endeffekt mit Dresden 3-2 gewonnen. Dieses Jahr im August bin ich weitergegangen mit der Mannschaft, mit 7 neuen Spielerinnen in der Mannschaft. Aber das System war schon da, das war klar. Für uns sehr wichtig ist Denise Anker als Zuspieler, die in Taktik von den Angreiferinnen sehr wichtig ist. Und das hat uns auch sehr schnell sehr gut geholfen. Aber sehr schnell wieder in die gute Ordnung zu bringen, auch mit den neuen Spielerinnen. Und ich denke, wir sind noch immer unterwegs, unser Spiel zu verbessern. Gestern war zum Glück meine Tochter wieder dabei, hat jeden Satz als Wechselspieler funktioniert und hat auch das Unterschied gemacht in so einem großen Spiel mit Busto. Und ich hoffe natürlich, dass sie im kommenden Monat sich weiterentwickelt im Fitnessbereich, vor die Final fertig ist. Brauchte Ihre Mannschaft, auch wenn Sie 7 neue Spielerinnen dabei haben, braucht Ihre Mannschaft ein Jahr, um Ihre Trainerphilosophie zu verstehen, das ganze Umfeld, um, sag mal, Ihnen dann letztendlich zu folgen? Wir haben gerade noch in einem Nebensatz erwähnt, Ihre Tochter, die auch verletzt war, ausgefallen ist, auch wieder dabei war. Ist das eine Stabilität dann in der Mannschaft?
Ja, absolut. Volleyball ist ein sehr technischer Sport. Zusammenarbeit von den Spielerinnen mit sechs und dann noch die Nexus-Spieler dazu ist systematisch sehr wichtig, dass die alle verstehen, was die machen am Feld. Dann kommt noch die Taktik. Und das fragt alles so viel Konzentration, so viel Intellekt am Feld, dass das alles zusammenarbeitet. Und das mit schweren Gegnern, schweres Programm, was wir haben in Champions League. Jede Woche sind wir Favoriten in der Bundesliga. Das braucht viel von den Mädels und das braucht Zeit, das alles zu organisieren. Und das nicht nur alleine in unserer Mannschaft. Udetti arbeitet, ich denke, 5-6 Jahre hier in Deutschland. Und langsam geht das Nationalmannschaft auch besser und besser. Und wir versuchen, den gleichen Weg zu verwandeln. Sie haben im vergangenen Jahr hier gewonnen. In der Weberstadion für Sie ein Vorteil, in diesem Jahr wieder hier zu spielen, gegenüber Wiesbaden? Sehen Sie da sich selber im Vorteil? Ja, es ist schon wieder ein Jahr zurück. Aber die eine Frage ist, ist ein Vorteil? Die andere Frage ist, die bekomme ich auch manchmal, du bist Favorit. Genau. Also, was ist dann ein Vorteil? Sieh mal Druck. Vom Publikum, von Journalisten. Für mich ist wichtig, was im Feld passiert. Da rede ich über mit den Mädels, was wir taktisch bereit machen. Und wir versuchen uns darauf zu konzentrieren. Darauf zu konzentrieren ist auch erforderlich, denn Sie haben ja eine Mehrfachbelastung mit der Mannschaft. Pokalfinale noch, Meisterschaft, Champions League. Ist eine solche Belastung auch gleichzeitig ein weiterer Reifeprozess, eine weitere Entwicklung, die Mannschaft nach vorne zu bringen? Ja, im Sportbereich versuchen wir immer Schnelligkeit zu bekommen. Schnelligkeit im Körper, Schnelligkeit im Kopf, in Zusammenarbeit. Und je höher die Belastung, wie schneller auch die Mannschaft sich daran anpasst. Und deswegen war ich schon letztes Jahr sehr froh mit Champions League. Dieses Jahr ist es eigentlich noch besser, da wir auch gewinnen in Champions League. Und das bringt viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein für die Mädels. Noch mehr taktische Know-how für die Mädels. Und das nutzen wir natürlich im Pokalfinale und in Bundesliga. Provokante Frage, was ist schwieriger? Den Gegner Wiesbaden ihrer Mannschaft einzureden, dass Wiesbaden nicht ein Außenseiter ist? Oder ist es schwieriger, ihrer Mannschaft klarzumachen, dass sie die Favoritenrolle hat und so auch spielt? Ja, ich denke nicht in Favoritenrolle. Das ist nochmals für Journalisten, das ist für Publikum sehr interessant. Für uns ist nur interessant, was am Feld passiert. Und deswegen reden wir nur über technische Sachen, systematisch, taktisch, was wir am Feld daar machen. In de tussentijd verstehe ik ook, we moeten met de pres daarover reden, maar daar red ik ook weer over met die middels, wat we erzählen en bezoeken, dat in goede Ordnung te brengen. Goed. Gute Ordnung werden wir dann am 3. März. Das waren sie, die ersten Statements beider Mannschaften zum DVV-Pokalfinale der Frauen. Die Wiesbadener Delegation untersucht schon einmal das Objekt der Begierde, übrigens knappe 10 Kilogramm schwer. Regina Borchardt weiß ja, wie der sich anfühlt, gewann ihn ja mit den Roten Raben aus Vilsbiburg im Jahre 2009. Und dann ging es in die Arena, ins Gary-Weber-Stadion, an dem Tag der Pressekonferenz übrigens mit geöffnetem Dach. Hier steigt dieses besondere Ereignis also, hier werden über 10.000 Menschen die Pokalfinalspiele verfolgen. Und während Regina Borchardt und Tonboys schon ein wenig Volleyball-Feeling in die Arena bringen, läuft der Countdown. Am 3. März 2013 ist es soweit, das DVV-Pokalfinale. VCW-TV mit freundlicher Unterstützung von Foto, Film, Knapp und D3S Media.